Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Gun-Unboxing-Video von mir für euch. Yeah, baby, that's the way it works. Weil, ich habe ja mein Makita-Sortiment ganz gut schon im Griff. Nur was noch gefehlt hat, war beim Beleuchtungsmittel. Neben natürlich einem Radio, das ist ja eigentlich obligatorisch, habe ich aber auch noch nicht. Mein System, welches ich benutze, läuft mit Makita 18 Volt Lithium-Ionen Akkus. Ich habe, glaube ich, 3 von den Akkus oder 2, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die betreiben alle meine möglichen Geräte von Makita. Das ist zum Beispiel der Akkuschrauber, das ist die Schlagbohrmaschine, das ist den Schlagschrauber, das ist die Pendelhubstichsäge, das ist den Winkelschleifer, das ist alles Mögliche. Und den Tacker. Und nun kommt ein neues Mitglied dazu. Makita DML 801 Akkulampe. BML 801. Oder halt die DML 801. 600 Watt, 18 Volt. Warum 18 Volt? Weil sie mit meinen 18 Volt Akkus läuft. Wir können aber auch die 14,4 Volt Lithium-Ionen Akkus nutzen. Da steht hier nicht 18, sondern 14,4 Volt. Und bei mir ist es so, ich habe die 18 Volt mit dem, ich glaube, das war so ein Grünchen, nee, so ein Stern ist das, da ist ein Stern. Und die sind alle mit diesem Gerät hier kompatibel. Auch die 14,4 Volt, davon habe ich jetzt, also davon habe ich keinen, deshalb kann ich den euch auch nicht zeigen, aber die sehen bauähnlich aus. Ultrahell. Oh. Zur Beleuchtung besonders schwer zugänglicher Arbeitsbereiche. Der Leuchtkopf ist in 7 Positionen verstellbar und er ist kompatibel mit 14,4 Volt und 18 Volt Akkus, die ihr natürlich auch bei Makita selber bekommen könnt oder für. Verpackungstechnisch sind wir hier oldschool unterwegs, das heißt hier wirklich alles Plastik, alles Kunststoff, das ist nicht so toll. Aber naja, der Vorteil einfach hier ist, man sieht das Produkt, ohne es draußen draufdrücken zu müssen. Ne? Deshalb wird, glaube ich, immer noch des Öfteren, auch bei kleineren Produkten, jetzt noch immer dieser Kunststoff eingesetzt. Naja, gut. Hier, wir können es ja recyceln. In die gelbe Tonne damit dann. Wir öffnen und schauen uns mal an, wie es so aussieht und wie es sich anfühlt. Okay, raus damit. Hier ist mal eine Bedienungsanleitung und hier ist noch so ein Knüppeldöppel. So, das heißt, das hier kommt in den gelben Sack und das hier kommt in den Papiersack. Wir haben hier jetzt diese Lampe und wir haben hier noch ein zusammengeschwabbeltes Ding mit so einem kleinen Aufhängemechanismus, der mit 2 Bändern gesichert ist. Sehr cool. Und daran können wir das Gerätchen auch aufhängen, beziehungsweise irgendwo es halt dann dran positionieren. Okay. Ja. Yeah. So, kommen wir zum Hauptprodukt selber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LED-Spots sind hier drin. Und wir haben hier unten, wie ihr seht, ne, die gelbe Aufnahme zum Vergleich, da gelb. Das heißt, Kompatibilität ist da. Und an der Seite steht natürlich noch LXT. Das heißt also die Produktreihe LXT selber. Das ist die Akkureihe mit den benannten 18 Volt Freunden am Start. Makita, sehr gute Qualität, sehr schönes Design. Deshalb habe ich alles mir davon geholt. Und natürlich, man kann dadurch dann wirklich alles mit den Akkus betreiben, was so abgeht. So, stufenweise verstellbar ist sie hier, um dann die Positionierung zu verändern des Leuchtkörpers. Dann können wir sie komplett ausfahren, dann sieht sie so aus. Ja. So, können wir hier ein bisschen drehen dran? Ja, drehen können wir sie auch. Guck mal, 360 Grad, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, aber so gut wie. Ne? Also ihr seht, wir können sie zack, zack, 90, 180 und nochmal 90 dazu. Das war's, aber es reicht auch, so kommen wir in jede Stellung eigentlich hin, die wir brauchen. Vernünftig verarbeitet ist es und hier oben haben wir noch mal einen Haken dran, um sie dann auch stationär irgendwo aufhängen zu können. Zum Beispiel, wenn wir irgendwo oben
an der Wand was machen, dann können wir das hier, ist auch so mit dem Kugelkopf, cool. Mit dem Kugelkopf ist es hier gelagert und kann auch noch aufgehangen werden, ist also auch noch dabei. Sehr nice. Dann haben wir einen An- und Ausschaltknopf, mehr brauchen wir nicht. Und wir haben einen typischen Griff, wie sie ergonomisch auch geformt sind, vom Akkuschrauber etc. Also das hier hat einfach Makita sozusagen einen Unterteil von einem Akkuschrauber genommen und hat oben dann etwas anderes drauf gebaut, wie kein Bohrfutter, sondern halt ein Leuchtmittel. Es gibt den DML 801 und den DML 801X. Wir haben hier also jetzt den DML 801, wenn ich das so richtig sehe, am Start. So, LED Flashlight heißt das größte Ding hier. Und jetzt Bedienungsanleitung auf Englisch. 7 Stunden soll das leuchten. Die 12 LEDs, die 6 LED-Version leuchtet sogar 22 Stunden. Ey, meine Güte, fett. So, Englisch, 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 Spezifikation, technische Daten haben wir auch in Deutsch hier stehen. Sehr schön. Ne? Wir haben also auch mehrere Leuchtmodi zur Auswahl. Das heißt, wir können mehrere Leuchtmodi dann starten. Und hier können wir jetzt erstmal hingehen und machen auch noch die Befestigungsfreundin hier fest. Ne? Die hier. Das heißt, wir haben 2 Kumpels. Zack, die können hier jetzt durch, die Lasche. Dafür sind nämlich die beiden Laschen. Die beiden Freunde sind hier. Wir ziehen den da durch. Und dann können wir das hier drüber dann laufen lassen. Und es wird ja dann eingeklemmt, indem wir hier dann dran ziehen. So, also schön dran machen. Schwupp, schwupp, schwupp. Dann haben wir noch so einen Tragemechanismus dann dabei, um die Lampe dann noch komfortabler irgendwo hinzuhängen. So, zack, guck, jetzt ist fest. Ne? Damit haben wir die erste Lasche fest. Können wir die zweite unten noch festmachen. Diese kommt hier unten hin. Hier ist auch noch mal so ein Durchlaufding. Boah, das wird jetzt schwieriger. Ey. Jetzt achten wir aber natürlich auch drauf, dass es dann richtig ist. Wie soll ich denn den da hochfriemeln? Das mache ich gleich. Muss ich jetzt mit einer Spitzzange reingehen. Ich simuliere das jetzt nur mal. Das hängt dann nachher ungefähr hier. Und dann kann man das sich so umhängen. So, ne? Und gleichzeitig noch fett aufhängen. So, also so kriegt ihr die fest. Das gleiche unten geht natürlich auch. Indem wir dort ein bisschen, ich versuche es jetzt noch einmal, noch hier durch. Oh, doch, geht jetzt. So, komm schon. Dann ziehen wir das nämlich hier durch die Lasche. So, jetzt wollen wir natürlich mal gucken hier, wie funktioniert das. Wir haben hier den Akku. Der Akku kommt hier vorne rein und dutsch. Ne? So, um ihn wieder zu... Jetzt haben wir also hier eine Möglichkeit, das hinzustellen. Es bleibt dann stehen, massiv und lösen, hier auf den weißen und rausziehen. Ne? Das gilt bei allen Akkutypen genauso. Einrasten, entrasten. So, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, ich drehe es mal ein bisschen weg, hier jetzt die LEDs stufenweise dann anzuschalten. Ne? Bisschen so, zack, seht ihr, volle Möhre. Nächster Klick, halbe Möhre. Dritter Klick, aus. Voller Klick, volle Möhre. Wirklich alles schön beleuchtet mit LED-Technik. Und einmal weiterer Klick hin, dann klickt er halbe Möhre, sprich 6 LEDs sind jetzt an. Ansonsten ist die doppelte Menge an, die kompletten 12. Wenn wir nochmal draufklicken, ist aus die Maus. Und so können wir dieses Gerätchen dann also auch nutzen. Hier unten an den Akkus seht ihr immer die Ladeanzeige, wenn ihr da drauf drückt. Hier sind noch 3 Balken. Und das hält richtig lang. Zum Transport einfach umwerfen. Das ist wirklich sehr umwerfend, wie ihr seht, dieses Ding zu benutzen. Das ist das DML 801. Und zwar, es ist, oh, ich bin jetzt voll blindleuchtend, ultrahell zur Beleuchtung besonders schwer zugängliche Arbeitsbereiche. Oh, der Leuchtkopf ist in 7 Positionen verstellbar, kompatibel mit 14,4 Volt und 18 Volt Akkus. Und die Leuchtdauer ist 540 Minuten mit BL1830 Akkus. Also Akkuspannung 18 oder 14 Volt, Gewicht 0,93 Kilogramm. Mit BL1830 Akkus bei gewerblicher Nutzung beachten wir natürlich die Bauvorschriften. Ansonsten können wir damit richtig schön Licht ins Dunkle bringen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.